Moin Leute, in diesem Video gebe ich euch Tipps und Infos zu eurem ersten Spiel. Sachen, die ich gerne am Anfang gewusst hätte. Viel Spaß! Fangen wir an mit der Spielfeldauswahl. Die Spielfeldauswahl hatte großen Einfluss auf eure ersten Erfahrungen, die ihr erst oft sammeln werdet. Aus meinen fast schon 6 Jahren Spielerfahrung kann ich sagen, es ist einfacher, wenn ihr auf einem kleinen Feld anfangt. Ich weiß, die GSP Airsoft Days bzw. SMC Airsoft Days jetzt sind bei Anfängern sehr beliebt fürs erste Spiel, aber glaubt mir, das ist eigentlich die falsche Richtung, beziehungsweise ihr könnt einen viel einfachen Start haben, wenn ihr zum Beispiel auf Felder geht, wie beispielsweise Lauterbach. Die Vorteile bei kleineren Feldern sind groß. Zum einen habt ihr dort wesentlich schneller Erfolgserlebnisse, beispielsweise euren ersten Hit. Diese Erfolgserlebnisse halten euch im Sport, beziehungsweise ja, die machen das Spiel eigentlich wirklich spaßig, sag ich mal, wenn ihr andere Leute rausschießt und einfach was in Anführungszeichen leistet. Das habt ihr einfach bei kleineren Spielfeldern wesentlich schneller und öfter. Des Weiteren müsst ihr nicht so weit zum Respawn laufen. Ihr könnt euch die Map bzw. das Gelände wesentlich besser einprägen und ihr seid automatisch ein viel besserer Spieler, wenn ihr das Gelände kennt. Des Weiteren ist die Community dort immer ein bisschen kleiner. Das heißt, meistens ist es dort auch entspannter bei der Anmeldung, bei Briefing und so weiter. Und meistens auch Stammspieler. Beispielsweise Lauterbach ist der Daniel fast jedes Wochenende dort. Also wenn ihr dort Fragen habt oder Hilfe braucht, habt ihr dort immer die passenden Personen. Bei großen Spielen, ja, ist es möglich, aber durch die vielen Spieler verliert man schnell den Überblick. Es ist einfach gefühlt hektischer. Deswegen kann ich euch empfehlen, für euer erstes Spiel kleinere Felder zu nehmen, beispielsweise Lauterbach in Hessen. Wenn ihr nun euer Spielfeld gewählt habt, dann habt ihr auch meist online direkt die ganzen Informationen für diesen Spieltag, beispielsweise auch, wann das Ganze losgeht und wie lange es geht. In der Regel habt ihr mal ein Zeitfenster angegeben, beispielsweise von 9 Uhr ist Einlass. Da habt ihr bis 10.30 Uhr, sagen wir mal, Anmeldung und bis 10.45 Uhr beispielsweise habt ihr Kronen. Das Spiel geht dann so bis ca. 17 Uhr. Versucht nicht einfach innerhalb dieses Zeitfensters anzukommen, beispielsweise, okay, 9 Uhr ist Einlass, ich bin mal so 9.30 Uhr ca. da, so der Mittelwert. Versucht immer direkt diese 9 Uhr in diesem Fall zu treffen, quasi sobald das Feld aufmacht, dass ihr da auf der Matte steht. Pünktlich sein bzw. überpünktlich zu sein, hat große Vorteile im Airsoft, denn es ist einfach wesentlich entspannter, sich vorzubereiten. Die Anmeldung, es sind noch nicht so viele Spieler da. Ihr könnt auch eventuell, wenn ihr das möchtet, bereits das Feld abgehen. Ganz wichtig, wenn ihr auf das Feld geht, tragt eine Schutzbrille. Man weiß ja nie, vielleicht kommt ein anderer Spieler und sagt, ich muss meine Waffe einschießen. Dann seid ihr gerade auf dem Feld und ihr habt keine Schutzbrille, das könnte fatal werden. Deswegen, sobald ihr das Feld betretet, Schutzbrille aufsetzen, auch wenn ihr erstmal der Einzige auf dem Feld seid. Tipp Nummer 3 beim Briefing. Hört dort wirklich gut zu und bei Fragen meldet euch. Glaubt mir, ihr werdet euch damit euer Leben wesentlich vereinfachen. Glaubt mir, es gibt nichts Schlimmeres als keinen Plan zu haben auf dem Feld. Es sind ja doch ziemlich viele Infos auf einmal. Wenn ihr euch gut vorbereiten wollt, könnt ihr auch den Tag davor das Regelwerk online mal einsehen oder ausdrucken. Wenn die das online zur Verfügung haben, aber die meisten haben das in der Regel, dann könnt ihr euch da schon mal die ganzen Regeln vorab anschauen. Dann ist dann auf dem Spielfeld nicht mehr so viel Neues, sondern eher Wiederholung. Tipp Nummer 4. Sprecht Spieler an. Ich weiß, am Anfang ist man vielleicht eher zurückhaltend und man traut sich nicht, die Spieler anzusprechen, besonders wenn sich so Grüppchen gebildet haben, weil die meisten Leute kennen sich bereits vor Ort und dann wird gesprochen so, yo, was hast du da Knifte gemacht, lass mal so und so heute spielen. Ich weiß, man fühlt sich dann eventuell wie so ein fünftes Rad am Wagen. Geht einfach mal zu einem, meinetwegen auch etwas abgelegenen Spieler hin und sagt so, hey, das ist gerade mein erstes Spiel hier, kannst du ein paar Tipps geben fürs Gelände oder kann ich mal bei dir mitlaufen? In der Regel werde ich auch sofort herzlichst empfangen und bekomme auch da ganz viele Infos. Wenn ihr euch an erfahrene Spieler wendet, werdet ihr automatisch an eurem ersten Spiel wesentlich besser spielen. Denn er kann euch Informationen sagen wie, was sind gute Laufwege, wo sind gute Schusspositionen oder wie läuft das eigentlich alles ab im Spiel? Ist es eher hektisch oder spielen Leute meistens eher langsam? Diese Infos bekommt man eigentlich nie gesagt, sondern man erfährt sie selber durch Spielen. Aber wenn ihr meine Kollegen fragt und euch diese Infos gibt, habt ihr natürlich auch mal einen kleinen Vorteil gegenüber vielleicht etwas neueren Spielern auf dem Feld. Dieser Spieler kann euch nicht nur Tipps und Tricks geben und am Spiel an die Hand nehmen, er kann auch ein bisschen euer Ansprechpartner sein. Sollten nochmal Fragen aufkommen oder aber beispielsweise, wenn es euch irgendwie nicht gut gehen sollte, dann habt ihr schon mal, sag ich mal, eine Ansprechperson vor Ort, die ihr so ein bisschen kennt, wohin ihr euch wenden könnt. Tipp Nummer 5. Habt keine Angst vor Fehlern, denn diese werden passieren. Am Anfang werdet ihr zum Beispiel gar nicht merken, dass ihr getroffen seid, denn wenn man das vorher noch nicht gespürt hat, dann kann man es nicht wirklich zuordnen. Eventuell hört man es ja auch nur. Wenn diese Fehler passieren sollten, fang keinen Streit an, sag einfach so, yo, sorry, bin noch Anfänger, beispielsweise mein erstes Spiel, dann ist natürlich keiner böse, geht dann einfach zum Respawn.
Wenn ihr den Verdacht habt, getroffen worden zu sein, geht lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Das gleiche kann aber auch sein, wenn ihr jemanden trifft, beispielsweise aus zu kurzer Entfernung, weil die Entfernung gerade in der Hitze des Gefechts nicht abgeschätzt habt und habt dann beispielsweise statt der Pistole mit der Langwaffe draufgeschossen. Einfach nur sagen so, oh, sorry, mein Fehler und alles ist gut. Verhaltet euch allgemein höflich und freundlich und vermeidet einfach, wie gesagt, unnötige Konfrontationen, denn die Leute auf den Feldern sind meistens Stammspieler, man sieht die Leute immer wieder, das heißt, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dort spielt, habt ihr auch die gleichen Leute in der Regel, beziehungsweise den Großteil der gleichen Leute. Dann wäre es natürlich blöd, wenn ihr mit der Hälfte der Leute Streit angefangen habt, wegen was weiß ich unnötigen Themen, ist natürlich dann sehr, sehr blöd, dann seid ihr sofort negativ abgestempelt. Tipp Nummer 6. Nehmt einen Freund mit zu eurem ersten Spiel. Dann seid ihr sofort zwei Leute, ihr kennt euch bereits und somit könnt ihr einfach eure Spielerfahrung teilen, allein schon eine Person zum Austauschen. Ihr könnt miteinander reden, gemeinsam spielen und es ist einfach wesentlich entspannter und einfacher, wenn ihr sofort eine Vertrauensperson dabei habt. Tipp Nummer 6 ist aber kein Muss. Ich beispielsweise habe auch mein erstes Spiel komplett alleine gespielt, bin erst ab meinem vierten Spiel mit einem Buddy rumgelaufen. Es ist alles möglich, nur noch ruhig alleine spielen. Glaubt mir, das ist jetzt kein Muss, einen Freund mitzunehmen, aber natürlich trotzdem schön jemanden dabei zusammen, den man kennt. Tipp Nummer 7, die Erwartungen. Haltet diese nicht zu hoch. Erwartet nicht, dass ihr im ersten Spiel wie Silo oder Norbridge dort in eurer Pistole rumläuft und jeden Gegner raussettet. Besonders wenn ihr das Feld noch nicht kennt, dann lauft ihr erstmal der Masse, sag ich mal, hinterher und kriegt erstmal ein Gefühl für das ganze Spiel. Es kann übrigens sein, dass ihr eure ersten Hits gar nicht wirklich mitbekommt, weil die Spieler sofort in Deckung gelaufen sind und dann erst später das gecallt haben, eine Sekunde später, und ihr seht diese einfach nicht mehr, wie sie zum Respawn gehen. Also wie gesagt, es kann ruhig sein, dass ihr öfter trefft, aber die bestätigten Abschüsse, wo ihr wisst, dass ihr den getroffen habt, haltet diese nicht zu hoch, erwartet auch jetzt nicht, dass ihr der beste Spieler auf dem Feld seid. Wie gesagt, lauft einfach mal mit den Leuten mit, kriegt ein Gefühl dafür und sobald ihr nach ein, zwei Runden das Feld so ein bisschen drin habt, könnt ihr euch mal mit Anführungszeichen etwas trauen und selber mal ganz nach vorne. Etwas trauen ist ganz wichtig, das ist jetzt Tipp Nummer 8. Traut euch was. Bleibt nicht nur den ganzen Tag hinten, denn nur vorne ist die Action. Je schneller ihr nach vorne geht am ersten Spiel, also sprich erste oder zweite Reihe und ganz vorne in der Action drin seid, dann macht Airsoft am meisten Spaß, ihr werdet dann auch die meisten Hits machen. Klar, ihr werdet auch am meisten getroffen, ist natürlich in dem Fall ein bisschen selbstverständlich, aber ihr habt einfach wenig mehr Spaß und Action und das macht der Airsoft aus. Von daher, wenn ihr ein gutes erstes Spiel haben wollt, informiert euch über das Spiel und wählt Weiße, seid pünktlich dort, nehmt einen Freund mit oder sprecht Spieler vor Ort an, die euch so ein bisschen helfen können. Haltet eure Erwartungen nicht so wie die ganzen YouTuber in den Videos und versucht schnell nach vorne zu kommen, denn da habt ihr die meiste Action und den meisten Spaß. Traut euch ruhig was. Gut, das waren meine Tipps, die ich euch geben kann zu eurem ersten Spiel. Diese Tipps hätten mir damals viel gebracht für den Anfang. Damals gab es sowas aber noch nicht. Vielleicht kann ich jetzt aber mit diesem Video den einen oder anderen aushelfen. Gut, dann sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr gerne mehr zu diesem sehen wollt, könnt ihr dann auch gerne abonnieren. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.